Was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jarambo macht miese. Und ich habe mich aufgrund mehrerer Äußerungen und Wünsche, Vorschläge dazu entschieden, jetzt mal den Goat unter die Lupe zu nehmen. Also mir haben wirklich mehrere Leute gesagt, guck dir unbedingt mal ein Battle von CSN Galactico an. Ich habe tatsächlich bis dahin schon von ihm gehört, auf jeden Fall. Ich habe auch Ausschnitte gesehen. Ich habe mitbekommen, dass Cynic da mal eine Reaction drauf gemacht hat. Die habe ich aber auch nicht komplett gesehen. Da ging es aber wohl darum, dass er ihn wohl ziemlich kritisiert hat. Ich weiß jetzt auch nicht genau für was. Aber wie gesagt, ich bin einfach noch nicht so richtig dazu gekommen, den mal abzuchecken. Ich habe jetzt einfach mal auf zwei, drei Battles drauf geguckt und habe mich für das Battle gegen Clockwork entschieden bei der FOB. Ich kann zu beiden nicht viel sagen. Also Clockwork habe ich einmal live gesehen. Vorher hatte ich den auch noch gar nicht auf dem Schirm. Es ist nicht so mein Stil, aber es war auf jeden Fall schon eine ganz gute Leistung, also gut delivered. Inhaltlich ist das halt einfach nicht so meine Welt. So ein bisschen analytischer, würde ich sagen, zwischendurch aber auch ein paar Punchlines so. Also der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe mir von einigen Leuten sagen lassen, der ist auch so einer der Newcomer des Jahres 2023, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Deswegen habe ich gedacht, wenn die beiden hier gegenüberstehen, dann gucke ich mir das Match auf jeden Fall mal an und kann zu beiden was sagen. Mehr kann ich über Clockwork tatsächlich noch nicht sagen. Und ja, wie gesagt, CSN Galactico noch nicht auf Spielfilmlänge gesehen. Nur, wie gesagt, so kleine Ausschnitte und so. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich habe halt von diesen Schnipseln, die ich mal gesehen habe, habe ich so ein bestimmtes Bild im Kopf und ich bin selber gespannt, ob ich das nach dem Battle so bestätigen kann, wie ich das denke, oder ob ich da eventuell doch noch mal eine neue Meinung bekomme. Wie gesagt, es gibt sehr viele, die haben gesagt, das ist pures Entertainment, pures Gold und ich will es mir jetzt einfach mal angucken, bewerten und ja, mal gucken, was bei rumkommt. Also, bis gleich. Ey, Köln, zeig mal, dass ihr noch da seid! Ich weiß übrigens immer noch nicht, ob ich in dieser Location hier battle gegen Lucky Lily oder wo wir genau sind. Ich muss nämlich sagen, ich habe es im letzten Jahr auch nicht so oft geschafft, FOB mal zu besuchen. Einmal waren wir im Spektakulum und da ist das Lilly-Match auf gar keinen Fall. Es ist irgendwo in Köln. Ich habe das aber, meine ich, so mitbekommen, dass die Location innerhalb von Köln auch ziemlich oft gewechselt worden ist oder einige Male gewechselt worden ist. Damals Merlin zum Beispiel, der war ja am Anfang immer in Moers, immer Ratter. Und dann hat er irgendwann gesagt, wir ziehen nach Dortmund um, in die Oma Doris. Und dann waren wir halt wirklich einmal im Monat in der Oma Doris. Und FOB hat da, wie gesagt, die Locations immer mal durchgewechselt. Also ich würde einfach mal sagen, die waren in mindestens vier Kölner Locations, wenn nicht sogar in mehr. Und ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das die Location ist, wo auch diese ganzen Tour und Tus waren. Es sieht so ein bisschen so aus, weil ich meine, da war auch so eine Säule da mittendrin und hier hinten war irgendwo der Backstage. Könnte das sogar gewesen sein? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wo dieses Match stattfinden wird. Ich werde einfach hinfahren am Tag des Battles. Ich werde jetzt vorher nicht nochmal abchecken, welche das tatsächlich ist oder so. Das nur dazu. Gucken wir uns mal das Battle an. Und wo sind wir hier? Wir sind bei Future of Battle Rap! Yes, Sir! Und wir haben hier zwei krasse Kaliber am Start. Beide haben im Januar oder Februar bei unserem ersten Newcomer-Event ihr erstes Battle absolviert, direkt überzeugt, von Mal zu Mal sich gesteigert, bewiesen. Jetzt stehen sie hier, zu meiner rechten Seite, angereist aus Nürnberg. Macht Lärm für Clockwork! Ich überlege gerade, wann das Match war. Also ich sehe, dass es 2023 war. Ich weiß jetzt nicht Anfang oder Ende. Aber Clockwork auf jeden Fall allein bei FOB schon eine 3-0-Statistik. Also entweder hat er im letzten Jahr auch gut Gas gegeben. Der hat ja, meine ich, auch bei Proving Grounds ein Battle gehabt. Oder vertue ich mich gerade? Ich meine, es war so. Ist jetzt in diesem Jahr war das, glaube ich, gegen Dada in dieses Turnier eingestiegen, dieses Let's Go-Turnier von FOB.
Also, wenn es richtig ist, dass der erst seit 2023 dabei ist, dann hat der auf jeden Fall schon durchgezogen und auch eine saubere Statistik, ne? Zu meiner linken Seite, angereist aus der Hauptstadt Berlin, macht Lärm für CSN Galactico! Yeah! Also zumindest FOB-Battles haben die beide drei, CSN wohl schon zwei Niederlagen. Spricht auf jeden Fall nicht für den, GOAT-Status, den man ihm teilweise da gibt, ne? Aber wie gesagt, ich möchte mich selber mal davon überzeugen. CSN! 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 So, komplette Ruhe! Der Hype ist real. Galactico ist nämlich auch ein bisschen krank, deswegen kann er nicht ganz so laut sein heute, deswegen ist umso wichtiger, dass alle ruhig sind. Bar, Psst. Bar ab jetzt geschlossen, bitte! Komplette Ruhe, bei wem geht's los? Ich wollte auch noch mal ganz kurz sagen, ich habe wirklich CSN Galactico habe ich auf dem Schirm gehabt, so richtig, weil ich halt für München lange einen Gegner gesucht habe. Da sind halt einige abgesprungen, einige hatten keine Eier wegen Rematch und sonst was. Und dann hat Jamie mir irgendwann CSN Galactico vorgeschlagen und zu dem Zeitpunkt hatte ich echt den Namen noch nicht mal so richtig auf dem Schirm. Ich habe dann irgendwie mal CBD Galacticus oder so gesagt. Ich weiß nicht mehr. Ich habe gar nicht verstanden, wo das herkommt. Und jetzt gerade, wo ich das ge-YouTubed habe, ist mir so aufgefallen, der hat ja seinen Kanal, wo er Musik hochlädt, der heißt Christian Hoch. Und deswegen CSN für Christian und Galactico für wegen Hoch, ne, oben. Auf jeden Fall schon witzig manchmal, wie die Leute ihre Künstlernamen festlegen. So. Aber jetzt habe ich es auf jeden Fall gedickt. Erste Runde, Clockwork! Ey, yo, wir hatten kurze Vorbereitungszeit für das Battle und deswegen muss ich an der Stelle leider kurz sagen, du wurdest schon beerdigt und danach ganz tief vergraben. Dass du noch einen Platz im Line-Up kriegst, fände ich nur blamabel. Du debiler Versager, wird Zeit, dass dir jemand klar macht, selbst für Style over Substance braucht man erstmal einen Style, den man fahren kann. Dein Debüt war Müll. Zu deinem Glück war dein Gegner noch beschissener. FOB bietet dir mal und mal eine Plattform, obwohl du nie was gerissen hast. Und Bruder, deine Wii-Vergleiche, einfach next level. Ich muss Druck ablassen wie Luftmatratze. Allein dafür sollte man dich erhängen. Hätte statt Reime zu recyceln mal lieber ein bisschen Cardio gemacht. Du rappst, als hätte Kollege einen Schlaganfall gehabt. Aber es ist noch nicht vorbei. Cloudsurfer hat also einen Bizeps wie Untertassen. Halt doch einfach dein scheiß Maul. Bei Armen wie deinen tut's ein Fingerhut doch auch. Dann frontest du Moody. Eine komplette Runde dafür, dass er ab und zu mal Kleider trägt, was an sich schon nicht trifft, weil er zu seinem Style halt steht. Aber erklär mir bitte Folgendes, weil ich's einfach nicht blicke. Warum kommen solche Parts immer von den Ungefickten? Ein Typ in einem Kleid passt nicht in dein Weltbild. Du lässt dir die Augenbrauen zupfen und fühlst dich dabei männlich. Und dass du das tust, ist mir ehrlich scheißegal. Aber dann frontest du andere wegen fehlender Männlichkeit. Läuft bei dir im Kopf auch irgendwas normal? Ich meine, du kommst in dein erstes Battle. Mit einer Jacke, die aussieht wie so ein aufgeblasener Müllsack. Und glaub mir, niemand denkt sich bei dem Anblick, yo, der Typ ist krass. Leute, die sowas tragen, sollte man konsequenter schießen, aber zu dir passt's eigentlich. Da lässt die Optik wenigstens auf den Inhalt schließen. Zeit. Ach, ja, da war ich genau richtig. Also, kurze Runden ist, kann man ja fast noch als Newcomer-Battle so ansagen, ne? Boah, waren kein. Ja, nicht mal 2 Minuten auf jeden Fall. Boah, also ich will jetzt nicht zu böse sein oder sowas. Ich kann halt auf jeden Fall nur sagen, ähnlich wie bei Karma, mich stört bei Clockwork und da kann er natürlich nichts dafür. Ne? Ich kann trotzdem, kann ich ja auch nicht so für mein, keine Ahnung, wenn es mich stört, dann sage ich das halt. Ne? Und dieses rollende R, ne? Mich nervt das übertrieben. Ne? Also mich nervt das, dem zuzuhören. Ne? Und das ist nicht grundsätzlich bei Menschen, die das R rollen, so. Ich weiß es nicht. Das kann sein, vielleicht auch, dass es ein bisschen an der Betonung liegt oder so. Ich weiß nicht, kennt ihr Dream? Der hat das ja auch, aber ich feiere seine Mucke übertrieben so, ne? Und ich finde, der setzt das halt einfach immer richtig gut ein. Jetzt so im A Cappella, vielleicht liegt es auch da dran einfach. Es klingt für mich nervig, ne? Es ist hart, weil er kann nichts dafür.
Na, wir haben aber ja auch andere Leute, die dann irgendwie eine sprachliche Barriere haben, sage ich mal, oder so, was die Leute dann nervt. Ne? Manche Leute nervt das, wenn, wenn jemand grammatikalisch falsches Deutsch spricht. Es gibt aber Leute, die können halt, keine Ahnung, nicht perfektes Deutsch, ne? Und haben dann manchmal falsche Artikel oder sowas. Ne? Aber wie gesagt, wenn einen das stört, dann ist das so, dann kann man da auch nichts für. Und das, ich weiß es nicht, ist für mich schon sehr, sehr schwer zu hören. Das ist aber jetzt auch nur das eine. Inhaltlich weiß ich nicht. Ne? Ich verstehe so gerade Newcomer gegen Newcomer, wenn man das so sagen darf, ist immer so das Ding, dass Newcomer in der Regel natürlich auch noch kein großes Profil haben. Ne? Das heißt, du hast da nicht zig Battles, wo sich schon so ein gewisses Bild abzeichnet, wo sich Dinge wiederholen, wo sich irgendwie so ein Charakter abzeichnet und vielleicht auch außerhalb von Battles wenig Stuff, auf den du zugreifen kannst, sodass man halt einfach sagt, man hat mehr als Zitate. Ne? Und so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, beschreibt Clockwork CSN hier erstmal nur anhand von verschiedenen Zitaten. Ne? Du hast in dem einen Battle hast du das gesagt, du hast das gesagt, du lachst über Männer im Kleid, lacht dann aber darüber, dass er so eine, er hat jetzt gesagt, so eine Müllsackjacke anhatte. Aber ich sag, ich glaube, hatte ich in meinem ersten Freestyle auch so ein Ding an, ne? Und ich weiß es nicht. Ich finde halt, ohne jetzt zu bewerten, warum ein Mann ein Kleid trägt oder warum ein Mann so eine Jacke trägt, aber wenn ich über das eine lachen darf, darf ich auch über das andere lachen. Ne? Das beißt sich dann so ein bisschen. Ist aber für mich auf jeden Fall auch so ein bisschen so ein bisschen mehr über Moral kommt. Ne? Also so jetzt groß lachen musste ich nicht. Ich finde, übertrieben schwere Hits waren das jetzt auch nicht. Es war eine ganz anständige Analyse für ein Newcomer-Battle, weil, wie gesagt, mehr als diese Zitate hat er vielleicht dann auch gar nicht über CSN rausfinden können. Vielleicht hat er sich auch so ein, zwei Angles, die man halt finden kann, noch für die nächsten Runden aufbewahrt. Für mich ist das halt immer so ein Schema F, ne? Das oft in den Newcomer-Battles, deswegen habe ich die auch eine Zeit lang wirklich nicht mehr geguckt, weil es immer nur ist, du hast mal in dem einen Battle das gesagt, also meinst du das so und so, oder ich flippe jetzt diese Line. Es geht nur um Zitate drehen oder hinterfragen und das nervt halt irgendwann. Ne? Es ist aber auch klar, dass die nicht viel Möglichkeiten haben, wenn die Profile noch nicht so gut befüllt sind. Deswegen würde ich sagen, an sich auf jeden Fall gute Runde. Ne? Er ist auch sehr selbstsicher, das gefällt mir, er ist sehr laut. Ne? Aber so inhaltlich ist es für mich persönlich halt wirklich nichts. Ne? Das macht das Ganze nicht schlecht, das holt mich persönlich dann einfach jetzt nicht übertrieben ab. Ne? Und wir gucken mal auf die Antwort. Yeah. Yeah. Schöne erste Runde, Antwort CSN Galactico. Okay, ey, ich komme auf 35 Nasen und verfütter dich an die Maden. Denn das ist CSN Galactico, das Zünglein an der Waage gegen Clockwork, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Mhm. Du willst mit CSN um dein Leben rennen, aber du fällst nur. Ein kleiner, räudiger, erbärmlicher Uhrensohn. Genau auf 12 Uhr. Oh. Ey, bei jeder deiner Lines denken sich die Leute nur Kuckuck, Kuckuck. Denn was du davon dir bringst, ist alles nur Unfug, Unfug. Ey, deine fette Mutter leidet unter viel zu hohen Blutdruck, Blutdruck. Mann, ich... Also, es ist jetzt zumindest, das ist halt der Unterschied, so was ich meine, ne? Hier geht jetzt nicht so dieser Standard auf Zitate, sondern auch wenn es naheliegend ist, was ich aber nicht schlimm finde, ich weiß halt jetzt nicht, ob jeder von den drei Gegnern von Clockwork auch irgendwie komplett auf diesem Uhrenname rumgeritten ist, ne? Also von wegen Clockwork, Uhrwerk und jetzt kommen irgendwas mit Zeit und Uhren und sowas, ne? Das weiß ich jetzt nicht, ne? Aber das ist für mich zumindest jetzt in dem Battle, wo ich keine Vorgeschichten von den beiden kenne, erstmal ein Thema, ne? Erstmal, ich gehe jetzt auf den Namen, der Name hat eine Bedeutung und aus der Bedeutung mache ich jetzt Bars. Das liegt mir persönlich mehr als du hast mal das gesagt und so, ne? Aber, es ist auf jeden Fall schon ein sehr
komischer Style. Ne? Es hat jetzt bei mir auch ein paar Sekunden gedauert, ne? Dieses Kuckuck, Kuckuck, das ist so für mich mehr so zum Schmunzeln und ich denke mir so ein bisschen, boah, meinst du das ernst? Also das ist so, ich weiß nicht, das fällt mir erst schwer ernst zu nehmen, ne? Dann nach diesem Unfug und irgendwann musste ich dann jetzt auch anfangen zu lachen, ne? So, weil es ist, es braucht auch Eier, sich dahin zu stellen und sowas zu liefern, so, ne? Es ist witzig, aber auf eine ganz andere Art. Ich mach nochmal ganz zurück, weil ich habe jetzt mitten in der Line gestoppt. Übrigens ist alles nur Unfug, Unfug! Deine fette Mutter leidet unter viel zu hohen Blutdruck, Blutdruck! Mann, ich fütter sie mit Mayonnaise und Sujuk, Sujuk! Okay, ey, ich zerficke deine minderbemittelte Mutter im Urwald. Und immer genau dann, wenn ich in ihr komme, geht auf einmal ihre Uhr falsch. Okay, ich bang deine Mom nur aus Instinkt mit deinem Vater, deinem Schwager und deinem Bruder im Uhrzeigersinn. Oh Mann, ey. Okay. Ey, ich befriedige deine... Ey, nochmal. Rewind! Okay. Ey, ich befriedige deine räudige Mutter per Leibniz-Keks. Und entfache damit in ihr einen Scheidenkrebs. Ey, selbst sie meint, du nennst dich nur Clockwork, weil du nicht ganz richtig tickst und jedem nur gewaltig auf den Zeiger gehst. Ich habe deine Mutter nach dem richtig geilen Kehlenfick in die Scheide AIDS gewichst. Denn ich brauch kein Uhrwerk, weil ich entscheid, wie spät es ist. Ja, mach mal leer! Okay, was war das denn jetzt? Also ich muss sagen, und boah, wie beschreibe ich das jetzt? Also mich hat CSN Galactico definitiv mehr abgeholt, aber ich weiß nicht, auf welcher Ebene. Also es ist voll witzig, es wirkt aber auch so... Als nicht ernst auf jeden Fall. Ne? Ich sag so, ich habe mehr Spaß jetzt an seiner Runde gehabt als an Clockworks Runde. Ne? Wenn ich jetzt aber das Gefühl hätte, die beiden wollen ein Battle machen und wer will das gewinnen, so wer ist hungriger, ne? Dann kann ich sagen, ob mich jetzt Clockwork abgeholt hat oder nicht. Er nimmt das ernst, so, ne? Und vielleicht ist das der Style von Galactico, aber das kommt mir so vor, als ob er es nicht ernst nimmt, ne? Aber es ist trotzdem witzig. Er macht auch sehr viele Pausen, ne? Also er braucht zwischen jeder Line, er ist sehr langsam, er lässt sich dann zwischen jeder Line sehr viel Zeit, ne? Und lässt die erstmal so ziehen. Ich weiß es nicht, ganz komisches Ding auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich gebe am Ende noch mal so ein Fazit ab, aber ja, komisches Ding auf jeden Fall. Eine Sekunde. So. Let's go! So. Ruhe, Ruhe! Leute, was waren jetzt die ersten Runden? Zweite Runde. Clockwork. Du gibst im Battle damit an, dass du mal bei Berlin Tag und Nacht warst und scheinst dabei nicht zu checken, in keiner Galaxie kann man damit auch nur ansatzweise flexen. Jedes Mal, wenn ich den sehe, hoffe ich, der Schmock kriegt heute aufs Maul. Deine Texte sind non-binär, die lösen diverse Kopfschmerzen aus. Und ich kann das sagen, ich habe das erste Battle von dem Kasper live erlebt. Das sagt er verteilt Stiche mit einem Butterfly-Gerät. Steht dann noch da mit so einer Pose, die sagt, Battle-Rap? Raketenhafter Start. Aber bring heute einmal so einen Schmutz und ich sag dich mit einem Machetenapparat. Also, es heißt, Jarambo macht miese, ne? Ihr kennt mich und ich will auch nicht zu hart sein. Und ich muss sagen, jetzt das mit dem Butterfly-Gerät, das ist schon geil. Aber das ist für mich immer so, also geil im Sinne von eine dumme Aussage, ne? Eine witzige Aussage. Wenn du die jetzt aber erstmal einfach nur zitierst, ne? Ich habe die Frage, glaube ich, gegen 99, mein Battle gegen 99 gestellt. Ist das jetzt... sind das jetzt Props für den, der das jetzt erwähnt, der eigentlich den anderen bis dato erstmal nur zitiert?
Weil ich finde, das ist ja eigentlich zu wenig. Du musst jetzt aus dieser Line auch irgendwas machen, ne? Es sei denn, man gibt ihm irgendwie Props, dass er genau dieses Zitat, was vielleicht live beim Hören noch irgendwie gefeiert worden ist, und so wie er das jetzt wiedergibt, wird CSN auf einmal doch dafür ausgelacht, ne? Also so für die Recherche, dieses Zitat jetzt nochmal oder diese Line nochmal zu zitieren, ne? Ich bin da immer sehr zwiegespalten, wem diese Props oder dieses Lachen jetzt zusteht, ne? Wird der eine ausgelacht, wird der andere bejubelt? Ich finde aber, erstmal einfach nur zitieren oder zu sagen, der eine hat das gemacht, was der öffentlich gemacht hat, was eigentlich jeder sehen kann oder was die Leute eigentlich auch wissen sollten, das ist erstmal zu wenig für ein Battle. So, jetzt macht er aber weiter, das finde ich gut, das machen nämlich viele wirklich nicht, viele zitieren dann, lassen das einfach so stehen und das ist deren Punchline irgendwie so, das feiere ich nicht, ne? So, er macht jetzt was, er hängt jetzt noch was hinten dran und sagt so, okay, ich, keine Ahnung, ich kill dich heute mit einem Machetenapparat. Das ist eigentlich genau das, was du damit machen musst, ne? Das heißt, du verarschst ihn jetzt, du kannst jetzt entweder, kannst du sagen, wie dumm bist du denn, so und so, ne? Oder du sagst halt, du machst das Gleiche und suchst dir so ein ähnliches Wort raus, sowas hat Clockwork jetzt gemacht. Ich muss aber sagen, Machetenapparat, es ist halt klar, was du jetzt machen musst, so, ne? Und vielleicht in meinem Kopf ist jetzt der Machetenapparat einfach nicht lustig. So, muss ich ehrlich sagen, so, ich habe jetzt gesehen, es hat eine Reaction gegeben, ich muss sagen, es ist naheliegend, dass du jetzt aus Butterfly gerät sowas machen musst, ne, aber ich müsste jetzt ein paar Minuten überlegen, aber ich würde sagen, es hätte doch bestimmt noch irgendwas Krasseres oder Lustigeres gegeben als Machetenapparat, so, ne. Ich, wie gesagt, keine Ahnung, irgendwas anderes so, ne, weil, ich weiß es nicht, vielleicht hat er sich auch 3-4 Wörter aufgeschrieben und fand Machetenapparat am Ende am besten. Ich muss aber jetzt sagen, mir war klar, dass jetzt irgendwas anderes kommt, ne, weil, wie gesagt, man sagt halt einfach nicht Butterfly-Gerät, ne, und, keine Ahnung, du könntest sagen Butterfly-Messer, ne, aber dieses Gerät ist schon irgendwie, weiß ich nicht, so, sagt man so nicht, kenne ich nicht, ne, und, darauf kann man rumreiten, aber dass jetzt auch irgendwie sowas in die Richtung kommt, ist klar. Und das muss dann aber ballern. Das muss vom Witz her, muss das jetzt das Butterfly-Gerät überbieten. Und für mich macht's das Machetenapparat halt nicht. Also weiß ich nicht, finde ich nicht lustig, zu vorhersehbar jetzt, ein zu unlustiges Wort oder zu komisch klingendes Wort, keine Ahnung, aber da hätte ich nach irgendwas anderem gesucht, so, ich weiß, wie gesagt, jetzt auf die Schnelle auch nicht was, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, so in welche Richtung, er hat es ja auch genau richtig gemacht, ne, aber ich persönlich finde jetzt dieses Wort einfach behindert, ne, ich werde euch so ein ähnliches Beispiel auch noch geben bei mir und Tobi Hai in dem Battle, ich habe ja gegen Brian Damage gesagt, würden Hurensöhne leuchten, sähe dein Stammbaum aus wie Las Vegas. Und Tobi Hai hat dann genau die Line auch genommen gegen mich und hat aber gesagt, wenn Hurensöhne leuchten würden, sähe dein Stammbaum aus wie der Coca-Cola-Truck. Und da finde ich zum Beispiel auch, das hat Las Vegas nicht getoppt. So, wenn du meine Line flippen willst, ne, dann musst du nicht jetzt einfach nur irgendwas anderes nehmen, was leuchtet, sondern du musst was Krasseres nehmen, so. Du musst etwas, was mehr leuchtet als Las Vegas, so, ne, und nicht etwas, was weniger leuchtet, ne, wo man eigentlich sagen kann, okay, meine Line ist ja trotzdem irgendwie krasser, so, ne, ist meine Meinung halt, ne, aber wie gesagt, zu dem Battle kommen wir ja erst noch, hören wir mal hier weiter, hängen wir uns nicht daran jetzt auf. Jede einzelne Zeile. Ich frag mich nur, was reimt der Spaten? Seit ich deine Texte kenne, bin ich dankbar für Schreibblockaden. Denn die erinnern mich daran, dass mein Anspruch wohl noch da ist. Ich kann Freunden meine Battles zeigen, ohne dass ich meine Parts skip. Und komplett zu versagen, zieht sich schon lange durch dein Leben. Als du adoptiert wurdest, meinte deine Betreuerin, sorry, wir haben nur noch den. Ich sitze zu Hause und fragst dich, wann werde ich endlich Gangster und verteilt Bullets voll Blei. Ich sitze zu Hause und frag mich, warum muss mein Gegner so ein Dulli sein? Und vielleicht findest du das extrem, doch dabei bin ich noch zu soft. Ich meine, der Part ist so unbequem, doch das ist die Wahrheit oft. Für mich ist das hier Boxen auf einen Sandsack, während ich woanders Beef start. Für dich das Match des Jahres, also besser, wer du lieferst. Zeit. Yeah!
Ja, also wie gesagt, es war jetzt für mich auf jeden Fall, es ging halt wieder so ein bisschen um Zitate. Ne? Es ging wieder so ein bisschen um Zitate. Das sind extrem kurze Runden und ich weiß es nicht, will da gar nicht so von oben herab reden, aber ich denke, wenn ich wirklich meine Battles, so meine Runden jetzt so auf 1,5 Minuten runterschrauben würde und selbst den Stuff, den ich in der Regel mit in Battles nehme, ist so 70-80% von dem, was ich eigentlich hatte. Ne? Das heißt, ich hatte noch mehr. Und wenn ich dann von meinen Parts, die dann oft zwischen 5 und 7 Minuten gehen oder so, wenn ich das jetzt auf 1 Minute runterschrauben würde und mir so das Beste rauspicken könnte, ich weiß nicht, dann hätte ich, glaube ich, so 100% ziehende Punchline Dichte so, ne? Und ich frag mich halt einfach manchmal, beispielsweise so eine Line wie, ich sehe dich und frag mich, wie kann mein Gegner so ein Dulli sein? So, das ist kein Aufbau für das, was danach kommt, das ist keine enthauptende Punchline, das ist nicht lustig, das ist einfach nur so, keine Ahnung, so, das sind so meine Gedanken, wenn ich diesen Gegner bekomme, so, dann würde ich mir denken, okay, der ist voll der Dulli, aber das ist doch nicht Teil meines Textes, vielleicht ist das so der erste Teil einer Setup-Line oder so, aber das setzt du doch nicht als Punchline, so, ne, ich weiß es nicht, wenn das jetzt der Humor war oder wenn das eine harte Punchline sein soll, keine Ahnung, ich mache mir halt wirklich Gedanken rüber, ne? Weil ich sage, okay, vielleicht bringt mich das nicht zum Lachen, vielleicht war das auch anders gemeint, vielleicht war das so gemeint, macht für mich aber auch keinen Sinn so, ne? Und ich weiß es nicht, ich will wirklich auch auf einem guten Clockwork jetzt nicht rumtreten, aber ich weiß es nicht, so bis auf eine wirklich gute Präsenz, die er definitiv hat, kann ich dem leider nicht viel abgewinnen, so bis dato, ne? Und nochmal, auch das, für mich war der beste Ansatz bisher, dieses Butterfly-Gerät, ne, das erstmal zu zitieren, das ist ein super Zitat, was man sich raussuchen kann, ne, was man verarschen kann, wo du dann einige Sachen draus machen kannst. Für mich war dann auch einfach nur die Umsetzung zumindest nicht so, dass sie meinen Humor getroffen hat oder so. Ne? Geile zweite Runde, Antwort CSN Galactico. Ayo, FOB? Jo. Folgender Fakt stimmt. Der macht sich lustig bei deinem letzten Gegner über dem seine Haare, weil, jetzt kommt's, weil die lang sind. Ey, du hast selber eine Haarpracht, die dich aussehen lässt wie jemand, der dein Sexleben ganz gerne mit Jürgen, Sören oder Klaas auslebt. Doch man sollte nicht flanken, wenn man im Glashaus lebt. Sehr lange Haare. Mann, ich lege dich locker hier lahm, denn jetzt wird's hässlich, wo die Clockwork mit offenen Haaren. Denn ich zerbomb diesen Nerd, denn ich bin komplett gestört, so wie Clockworks Friseur. Jesus machte Wasser zu Wein und sein gammliger Hartz-IV-Bruder verwandelt dumme Gedanken zu Laien. Ey, frisurentechnisch gehst du im Partnerlook mit deiner Rabenmutter. Ich hab echt keinen Bock noch weiter dein Gesicht zu sehen, deswegen bitte ich dich, Clockwork, lass dein Haar herunter. Ey, ich befriedige dich hart, anal per Materfall. Und katapultiere dich anschließend von Köln zurück in ein abgeranztes Frankental. Ja, ich schicke diesen Franken fort, denn Motherfucker, du klingst 1:1 wie Drachenlord. Okay, pass auf, ich flank die Mama von diesem Frankenthaler und bezahle sie anschließend mit einem Frankenthaler. Ey, und deine Mom, die findet meinen Samen noch juicier als Punika. Immer wenn du ein R rollst, denke ich mir nur, wow, ganz ruhig, Digga. Ganz ruhig. Und eine gab's da noch. Ganz ruhig, Digga. Genau, ey, wisst ihr den Unterschied zwischen einem Russen und einem Franken? Nein? Habt ihr das noch nicht gewusst?
Wenn der Russe das R rollt, klingt er dabei nicht wie so eine räudige Missgeburt. Boah, also die Runde war gar nichts. Die war wirklich gar nichts. Ich muss sagen, das, was ich in der ersten Runde erkannt habe, ne, wo, das ist für mich so gewöhnungsbedürftig, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? So entweder du bist jemand, der das, der offen dafür ist, der das annehmen kann für den Moment, und dann ist das sehr, sehr unterhaltsam. Oder du, wie gesagt, möchtest halt auch so eine gewisse Ernsthaftigkeit in dem Battle haben, so. Und es kann auch, du kannst auch ernst battlen, wenn du lustige Lines machst oder ein lustiger Charakter bist, aber das ist schon so, ich weiß es nicht, also für mich ganz schwer zu beschreiben, aber ich glaube, genau das, was er in der ersten gemacht hat, ne, dieser Humor, dieses Langsame, dieses komische Betonen und Stimme, so mal quiekig, mal Double Time, so, mal so, er hat quasi jetzt das Gleiche in der zweiten Runde probiert, aber es hat einfach nicht gezündet, so. Also die Lines waren einfach nicht gut. Na, so, wenn das in der ersten auch jetzt nicht alles mega Punchlines waren, aber dann teilweise so absurd, na, so unerwartet und sowas. Sowas ist manchmal auch einfach geil. Ich sag nur, Crack the Corner. Crack the Corner, der ist das beste Beispiel dafür. Ne? Das war für den Moment sowas von geil und witzig, aber da kann man da nicht sagen, dass es krass war. Ne? Ich finde, bei CSN Galactico ist es schon irgendwie besser. Ne? Also er wirkt jetzt nicht so lost wie Crack the Corner damals, aber also so, dass er das wirklich ernst meint. Bei Crack the Corner kam das so rüber, als ob der das einfach nur so rübergebracht hat, weil der halt seinen Text nicht hatte. Und dann hat er mal so ein Textblatt rausgeholt und hat noch die falsche Stelle vorgelesen und so. Ne? Das war schon anders witzig. Aber ja, wie gesagt, das, was in der ersten Runde eigentlich noch teilweise ganz gut geklappt hat, ist ihm hier einfach nicht gelungen. So, ne, so die Bilder waren irgendwie nicht so gut, die Wortwahl war da nicht so todeswitzig und unerwartet, ne, dass man da genauso ablachen konnte wie im ersten Part, so, ne, deswegen, ich finde die zweite jetzt, wie gesagt, haben mich beide nicht wirklich abgeholt, aber da würde ich auf jeden Fall schon mit Clockwork gehen, einfach aufgrund der Ernsthaftigkeit und der zumindestens, ja, gut gewählten Line, die er da genommen hat, so, ne, aber ich weiß es nicht, so, hat mir auf jeden Fall jetzt, die zweite Runde hat mir von beiden nicht gefallen. Rest in Peace, Punika, an dieser Stelle. Ja. So, mach mal Lärm, wenn du Bock habt, auf die letzte Runde von beiden! Dann startet diese bei Clockwork. Ich kling wie der Drachenlord. Junge, was hast du denn auf dem Zettel heute? Ich hau dich mit einer Brechstange und sag dann Metal, Leute. Dein kompletter Output ist Schmutz. Und trotzdem singst du immer tiefer. Ich meine, ich brauch dich nur anzusehen und weiß, dein Lieblingsspiel ist FIFA. Dann redest du die ganze Zeit von Drogen, aber siehst gar nicht aus, als hättest du Plan von Amphi und Weed. Digga, du siehst aus wie ein Moneyboy-Tweet. Und allein deshalb komm ich bei dir vorbei, während du Bastard friedlich schläfst. Wickel dich ins Laken, press dich in den Kokon, sobald die Apparatur steht, drück auf den Knopf und wart, bis aus dir ein Schmetterling entsteht. Das ist so eine Erfindung von mir. Ich nenne sie das Butterfly-Gerät. Da kommt dein... Das zum Beispiel, das letzte fand ich wirklich gut. Davor muss ich sagen, ne, ich finde eigentlich, finde ich gut, oder wenn eine Crowd sieht, okay, ne, da war was, das war okay, ne, und wir heizen das jetzt mal so ein bisschen an. Ne. Ich habe immer so das Gefühl, dass das wird bei Leuten, wo halt generell weniger kommt, da wird das mehr gemacht, ne, damit so ein Battle dann auch mal, wenn da so der Ansatz irgendwie jetzt endlich mal so ist, dass man sagen kann, komm, dann raffen sich alle so ein bisschen auf und jubeln dann mal ab, obwohl das jetzt auch nicht so das Highlight war, ganz anders als bei Leuten, wo halt die, das Niveau einfach extrem hoch ist, ne, wenn da zum Beispiel mal so eine Durststrecke kommt, wo du dann mal so zwei, drei Lines am Stück hast, die dann nicht so ballern, da
ist das Publikum dann eher enttäuscht, ne? So okay, was geht hier jetzt ab, so, ne? Was labert der, ne? Und da kommt dann halt nicht irgendwie so dieser Push, so dieses Ermutigen, so komm wieder rein, so, ne? Da ist das dann eher so, dass die Erwartungshaltung absinkt, abflacht und irgendwie steht man dann da und denkt so, Mann, Alter, ich will wieder das Gleiche wie eben, ne? Ich finde das gut, dass die das machen, so, ne? Ich finde, man soll es nicht übertreiben, du sollst jetzt nicht jeden Scheiß feiern. Ich bin zum Beispiel halt so jemand, ich kann das nicht. Ne? Wenn ich ein Battle gucke, es gibt halt einfach Dinge, da kann ich so ein bisschen lächeln so oder nick mit dem Kopf und das ist dann so meine Reaction, so von wegen, alles klar, ne, finde ich gut. Aber jetzt so mich kaputt lachen oder wirklich so dieses Boah und sowas, ne? Das muss echt sein, ne? So, ich stelle mich auch in keine Crowd der Welt und push da irgendjemanden. Also auch wenn ich hinter meinen Bros stehe oder sowas und die liefern nicht, dann seht ihr mich nicht als einzigen dahinter so, boah, ne? Das ist bei mir wirklich immer echt, ne? Und deswegen kann ich halt nur sagen, so, wenn die Crowd jetzt ein bisschen jubelt und ich aber sag, okay, für mich war das in Ordnung, aber mehr auch nicht, dann ist das halt so. Ich muss aber sagen, jetzt das Butterfly-Ding so als Callback zu dem, was man sich eben rausgesucht hat und diesmal auch thematisch anders benutzt, als jetzt wie eben mit diesem, was war es, Machetenapparat. Das fand ich wirklich gut. Das hat er gut gemacht. Drittes Battle. Ich frag mich, wer will das denn sehen? Der Host beendet jeden deiner Parts mit. Das war doch mal eine interessante Runde. Und ich lasse es mal so stehen. Und ich lasse es mal so stehen. Interessant, dass du Pisser wirklich gar nichts reißt. Interessant, dass man dich immer noch bucht, obwohl du auf ein gutes Battle scheißt. Interessant, dass du original in deinem ersten Match den größten Hype hattest. Interessant, dass du selbst zu blöd bist, um das zu begreifen, Mann. Ich sag dem Sergeant, Bundeswehrklamotten kommen im Kreis gar nicht mal so cool. Nächstes Battle, von seinem Markenzeichen-Outfit keine Spur. Ich zeig MFL auf, dass mich seine Wannabe-Antifa-Attitüde stört. Nächstes Battle, erstes Mal ohne Kutte, stattdessen Public Enemy-Shirt. Meine Parts hinterlassen tiefe Wunden, im Selbstbild aller Rapper. Du bist hier für einen netten Samstag, ich um bei dir einen Nerv zu treffen. Weiterhin Glock zu dem Work und du bleibst weiterhin beschissen. Versuch der Crowd zu geben, was sie hören will. Ich geb Rappern, was sie hören müssen. Sein. Ja, und das Ende war auf jeden Fall stabil. Ich muss halt sagen, das sind so genau jetzt so die, wir haben früher immer so gesagt, so, wo so die Doodle Generation, sag ich mal, gekommen ist. Ne? Das, damit meine ich so ich und so Leute, die zu meiner Zeit am Start waren oder schon ein bisschen länger als ich am Start waren, die haben halt entweder bei Rap am Mittwoch angefangen. Oder halt direkt bei Diltily, bei einem Diltily Newcomer Event zum Beispiel. Und dann wurde ja irgendwann du und deine Lines so ein bisschen als Aufbauliga für Diltily am Anfang benutzt. Ne? Die haben ja immer, sag ich mal, zusammengespielt. Und was dann bei diesen du und deine Lines Events abging, das war dann teilweise, da so viele neue Leute rangeholt wurden, das war gut. Aber da kam ich zum Beispiel irgendwann und viele, die ich kannte, nicht mehr so mit, wer ist jetzt der, ne? Und wenn du dir dann mal ein Battle beispielsweise, wer waren das damals, Wolf gegen Hörsturz oder wer auch immer, wenn du dir dann sowas angeguckt hast und die haben auf einmal nicht geredet von, ne, was hat Bongtaggy und Mighty mit Cynic gemacht und so, sondern die haben dann angefangen, in dem einen Battle, ne, da hat der und der gegen den und den und diese ganzen Namen, ne, so, also so ein Generation-Wechsel, sag ich mal, und so, die haben ihren eigenen Film gefahren, so mit, ne, die haben ihre Geschichten, wo die sich jetzt alle battlen, so, und das Gleiche passiert halt jetzt hier vielleicht auch so ein bisschen, ich würde einfach mal so sagen, mit den FOB-Newcomern, ne, so das, was jetzt bei FOB eine Chance bekommen hat, die sich da vielleicht alle gegenseitig so zwei, dreimal gebattelt haben, die Battles, die viele vielleicht jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm haben, und wenn dann da die ganzen Namen erwähnt werden, ich check natürlich nicht, was da dran ist. Also Sergeant ist klar, kenne ich. Ich wusste nicht, dass Sergeant auch gegen Clockwork gebattelt hat und auch nicht, dass Clockwork dementsprechend dann irgendwelche Vorwürfe zu Sergeants Bundeswehr-Outfit gemacht hat, was eigentlich zum Charakter passt, was ich persönlich ganz cool fand. Und mir ist aber auch ehrlich gesagt nicht aufgefallen, dass er das seit diesem Battle, wenn es das gab, auf einmal abgelegt hat. Ne? Genauso hat er jetzt noch irgendeinen Dude erwähnt, den habe ich noch nie, kenne ich nicht so, der irgendwie eine Kutte getragen hat und danach wieder im T-Shirt kam. Ist auf jeden Fall
wenn das beides stimmt, kann man sich das natürlich irgendwo auf die Fahne schreiben. Ne? Jemand, der dreimal im Bundeswehranzug kommt und auf einmal in Hoodies, und jemand, der zu drei Battles in Kutte kommt und nachdem er darüber redet, kommt er nur noch in T-Shirts. Kann man sich auf die Fahnen schreiben. Finde ich gut. Dementsprechend dann auch einfach jetzt so die Ansage, ich sag nicht das, was sie hören wollen oder so. Ich sag das, was sie hören müssen. Das ist eine geile Endline so, ne? Also das Ende hat er jetzt auf jeden Fall geil gemacht. Ihm ist auch so ein bisschen die Stimme weggegangen. Ne? Also er ist ein bisschen heiser geworden, aber trotzdem hat er noch eine gute Lautstärke gehabt und ist nicht unverständlich geworden. Ne? Es war ein bisschen schwieriger dann anzuhören, aber er hat trotzdem durchgezogen. Ne? Also das auf jeden Fall Hut ab. War ein stabiles Ende. Yes! Yes! Shit, Alter. Letzte Runde. CSN Galactico. Ey, bei deinem allerersten Battle stand ich hinter deinem Gegner und dachte mir bei deinen Parts, Real Talk, wirklich jetzt ernst gemeint, richtiger Lappen. Du standst bei meinem allerersten Battle hinter meinem Gegner und hast dich bei meinen Parts durchgehend bepisst vor Lachen. Weißt du selber. Pisst vor Lachen. Hm. Warte mal ganz kurz, will mal Lärm machen? Mach mal Lärm! Yeah. Und weißt du, was mir dabei aufgefallen ist? Immer wenn du lachst, siehst du komplett dämlich aus. Denn immer wenn du lachst mit Zähne, ragen deine gesamten Vorderzähne raus. Achte mal da drauf. Ich meine, ist das nicht peinlich, Bro? In jedem deiner bisherigen Battles lachst du 1:1 so. Ist so. 1:1 so. 1:1 so. Und was das angeht, brauchst du jetzt auch keine massenhafte Widerworte geben. Gönn dir stattdessen mal ein paar Termine mehr beim Frankenthaler Kieferorthopäden. Mann, ich töte deinen fränkischen Vater per Spanplattensäge. Und das sind jetzt zum Beispiel so Dinger, ey, das ist, sorry, aber das ist eine Scheißrunde, ne? Die ist, die Themen sind okay. Ne, zu sagen, wenn er wirklich so lacht, so, ne, darüber zu reden, sich daran aufzuhängen, mach, geil, aber wie er das macht, ne, plus dann, du rappst schon todeslangsam, so, und hast dann noch Textprobleme, ne, ich sag mal, gerade die Leute, die so rappen, ne, die können ja während die eine Line machen, haben die quasi eine halbe Minute länger als ich bei einer Line, um zu überlegen, was danach kommt. Ne? Weil wenn ich so rappe, blablabla, dann muss ich muss direkt im Kopf haben, wie geht's weiter so. Wenn ich rauskomme, oder ich will jetzt nicht nur so auf mich, ne, aber so Leute, die halt schneller rappen oder sowas, ne, oder normal, die die haben nicht viel Moment, viel Zeit zum Schalten, ne? Während du desto langsamer du wirst, ne, desto weiter kannst du eigentlich, du weißt ja, was du jetzt sagst und sprichst es so langsam aus, und da kannst du ja schon denken, okay, was ist nochmal der nächste Satz, während du noch rappst, so, ne, ich weiß es nicht, deswegen sage ich, das ist schade, ja, weil ich fand das, was er in der ersten Runde gemacht hat, ich glaube, das kann der noch besser. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, gehofft, er toppt das Ganze hier nochmal und so, ne? Weil ich habe, wie gesagt, Ausschnitte gesehen. Da musste ich wirklich mich bepissen vor Lachen. Aber das waren bis jetzt immer so Ausschnitte. Und genau das Letzte, dieser letzte Satz, das ist so genau das, was ich meine. Das ist so ein, wie hat er das jetzt gesagt? Ich töte deinen fränkischen Vater mit einer Spanplattensäge. So, das ist so... Das ist so ein Wort, wo ich sage, so ein Scheiß liebe ich. So ein Wort, was noch nie ein Battle-Rapper, wahrscheinlich sogar noch kein deutscher Rapper, vorher benutzt hat. Spanplattensäge, so, ne? Sagt mir mal einen, der dieses Wort benutzt hat. Und sowas zu bringen, ich feiere es, solche Wörter da reinzubringen, ne? Weil, ne, jeder geht jetzt davon aus, ich töte deinen Vater, okay, mit was? Mit deinem Butterfly-Gerät, mit deinem so und so, mit einer Bazooka, ne? Was machst du jetzt, ne? Aber dann mit einer Spanplattensäge, so, was halt auch einfach so absurd ist, ne? Das ist genau mein Humor. Ne? Aber wo war das jetzt schon wieder so die halbe Runde? Weil ich meine, ihr rappt 1,5 bis 2 Minuten, so, das heißt, die Hälfte ist vorbei und jetzt kommst du erst damit. Ne?
Aber wie gesagt, genau in die Richtung sollte es bei ihm eigentlich gehen. Ich glaube, das kann der eigentlich richtig gut. Mal gucken mal, was er jetzt macht, wenn er die Säge wegtut. Mann, ich töte deinen fränkischen Vater per Spanplattensäge. Mit den Worten, warum zur Hölle gabst du deinem Sohnemann keine Zahnspangendrähte? Ja, wenn der eine Frau küssen will, dann gibst du zwei Arten. Entweder hat die ein normales Gebiss, dann wird sie in der Regel eher Nein sagen, oder aber sie hat ein Unterbiss und dann sagt sie, gerne, du kannst dich jetzt bei mir einhaken. Ey, mit so einer Hackfresse wirst du niemals in diesem Leben bei Frauen landen. Wenn man isst, was man isst, dann gab's bei dir wohl zu oft überbissige Maultaschen. Deine Mutter denkt an mich und verspürt so ein leichtes Ziehen in ihrer Leistengegend, denn sie findet Galactico herausragend, so wie deine Zähne. Ja. Naja, also wie gesagt, ich habe mir vielleicht jetzt doch das falsche Battle rausgesucht, weil, wie gesagt, ich weiß, dass das, was gerade bei Top Tier im Pay-Per-View ist aus Hamburg, habe ich zumindest gehört, das soll ganz geil gewesen sein. Und auch das gegen Nastic, das ist, glaube ich, auch vom Proving Grounds aus dem Dezember, soll eigentlich ganz geil gewesen sein. Ich weiß nicht, ich habe jetzt, weil ich Clockwork gesehen habe und gedacht habe, der wurde auf jeden Fall auch mehrfach oder von mehreren Leuten, die ich kenne, so als einer der besseren Newcomer letztes Jahr oder wenn nicht sogar der beste Newcomer so betitelt. Da habe ich gedacht, okay, komm, dann passt das doch, ne? Dann guckst du dir jetzt von beiden ein Match an, ne, die du noch nicht so krass auf dem Schirm hast, wo du aber eigentlich hohe Erwartungen dran hast. Ich muss sagen, ich glaube, ich hätte das Match auf jeden Fall schon an Clockwork gegeben, ne? Aber auch nicht, sage ich mal, mit übertrieben viel Props tatsächlich, weil es eine Mega-Leistung war, sondern weil in dem Fall, und ich mag es eigentlich, Battles nicht demnach zu bewerten, aber ich glaube, ich persönlich war von der ersten Runde von CSN sehr, sehr gut unterhalten, wirklich, also es ist mein Humor. Was ich halt sagen möchte ist, ich finde geil, dass es so jemanden gibt, ne? Das ist ziemlich einmalig, würde ich sagen. So, dass ich habe eben auch schon gesagt, das braucht auch ein bisschen Eier, so aufzutreten, ne? Weil ich nicht das Gefühl habe, dass der so, wie er sich da gibt, jetzt auch arbeiten geht oder einkaufen geht oder sonst was, ne? Also ich glaube, er spielt das alles schon so ein bisschen so mit der Stimme und keine Ahnung, wie der sich da teilweise bewegt und wie der guckt. Ich glaube aber, das kann sehr, sehr geil sein, sehr, sehr unterhalten. Das Einzige, das wäre ein ähnlicher Vorwurf, den ich auch immer wieder Hiding John mache, das ist einfach pures Entertainment so. Und da fehlt für mich irgendwo etwas, womit du auf Dauer Battles gewinnen kannst. Du kannst in jedem Battle der Lustigere sein und du kannst in jedem Match auch das Publikum auf deiner Seite haben, aber trotzdem sind Leute mit so einem Style meiner Meinung nach keinem so richtig gefährlich, ne? Also so du, weil du es maximal schaffst, dass die Leute über den anderen so ein bisschen lachen, aber du schaffst es nicht, einem Gegner auch mal wirklich einen mitzugeben oder so auf Ernst zu zeigen, ich bin der krassere Typ, ich bin der krassere Battle-Rapper, so. Und ich weiß es nicht, ne? Deswegen, ich werde mir auf jeden Fall demnächst nochmal eins von den Battles von CSN angucken, die ich eigentlich sehen wollte. Ich werde mir, denke ich, auch nochmal ein Clockwork-Battle angucken, weil, wie gesagt, mir haben mehrere Leute gesagt, dass das beide eigentlich ziemlich krass unterwegs waren im letzten Jahr. Und ich muss sagen, ich hoffe, dass die haben jetzt nicht an dieses Battle hier gedacht, weil mich persönlich haben beide jetzt nicht wirklich übertrieben abgeholt, ne? Clockwork definitiv in der dritten und CSN definitiv in der ersten. Aber ansonsten waren in den jeweils anderen Runden so ein paar Dinger dabei. Aber tatsächlich mehr auch nicht, ne? Ich werde mir trotzdem, wie gesagt, noch Stuff von den beiden angucken. Ne, nochmal, habe ich das gerade überhaupt gesagt? Ich glaube, alles in allem hätte ich das Ganze an Clockwork gegeben. Aber aufgrund von CSNs Unsicherheiten und dass das irgendwann einfach so
keine Ahnung, ne, dass er so an seine erste halt nicht rangekommen ist. Ne? Hätte er da ansatzweise nur so weitergemacht, wenigstens das Level gehalten, dann glaube ich, hätte ich zumindest aufgrund des Humors und weil jetzt Clockworks Dinger auch nicht so schwer waren irgendwie, hätte ich wahrscheinlich eine Tendenz zu CSN gehabt. Naja, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, wenn ihr Battles von den beiden auf dem Schirm habt, wo ihr sagt, okay, du hast jetzt wirklich das falsche Match rausgesucht, guck dir bitte mal dieses Match an, dann zeigt mir das. Ne? Vielleicht als allerletztes, um auch bei Clockwork noch ein paar gute Worte mit auf den Weg zu geben. Ich glaube, was ich jetzt gerade über CSN gesagt habe, so, ne, der sollte so ein lustiger Typ sein, der sollte natürlich auch gucken, dass er noch ein bisschen ernster wird und so, weil so glaube ich nicht, dass er auf Dauer Battles gewinnen kann. Geht ja auch schon mit der Statistik nicht gut los. Clockwork hat eine sehr saubere Statistik auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wer die ganzen Gegner waren. Ich weiß auch in diesem Let's... Nee, kann ich schon spoilern? Nee, müsste online sein. Also im Let's Go-Turnier ist er ja auf jeden Fall auch eine Runde weiter. Ich weiß es nicht, ne? Ich glaube aber, dass er auf jeden Fall schon ziemlich viele Newcomer gebattelt hat, ne? Ich bin wirklich mal gespannt, wer so der erste Name ist, der schon wirklich etwas länger in der Szene ist, der sich ihm mal stellt, ne? Weil wenn du irgendwann wirklich eine 5 oder 6-0 Statistik hast, dann sollte der ein oder andere schon mal sagen, alles klar, ich will dem die Statistik jetzt kaputt machen, ich gebe dem jetzt mal die Chance, einen Step nach oben zu gehen und stelle mich dem mal in den Weg. Also ich bin gespannt, wo das hingeht. Ich bin aber auch gespannt, in welchen Steps er, sage ich mal, Fortschritte macht. Ne? Weil es ist halt wirklich nicht meine Welt, so die Art, wie er battelt. Aber ich glaube, so aktuell ist es schon ein Style, der bei gerade der Community, die viel vor Ort sind, glaube ich, schon mehr ankommt als bei der Online-Community. Würde ich einfach mal so behaupten. Und wenn er das jetzt noch so ein bisschen perfektioniert, ein bisschen böser wird, ein bisschen bessere Treffer setzt oder halt bestimmte gute Ideen noch so ein bisschen cleverer ausarbeitet, dann glaube ich, kann der schon sehr gefährlich werden. Na, wie gesagt, wenn ihr bessere Battles kennt, schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich mir das demnächst auch nochmal angucken. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns die Tage.